So. Oder einfach mal schnell, ja, weil gut, du weißt, wie das geht wahrscheinlich, ne? Ja. Dass da auch irgendwie zwei Leute dazu joinen. Das wäre super. Da lädt ja wirklich den Brandl ein, einfach. Ja, pff, sollen sie kommen, ist ja okay. Ich lade die beiden einfach rein. Ich hab aber auf Leute mit gleichen Fähigkeiten geklickt. Ja, der ist aber vom Level her deutlich höher als wir. Jetzt hat er schon gestartet. Ah, scheiße. Ja, geil. Ah, gut, dann müssen wir es jetzt versuchen, das halt mal zu zweit, mein Gott. Dann versuchen wir das ganze Ding, aber gut, dann sind die Gegner auch angepasst, ne? Die Frage ist, wo ist ein guter Punkt, sich zu verstecken? Da gab es doch, ah, genau hier an der Hütte. Du kannst auch auf meine andere Seite kommen, hier an diesem Haus, weißt du? Ah, du kommst jetzt nicht mehr rüber, ne? Nee, ich bin jetzt hier in so einer Halle. Ja, du hast aber das Problem, dass du hinten noch relativ weit offen bist. Na gut, gucken wir einfach mal, wie es läuft. Die kommen nämlich hier vorne rechts jetzt schon angelaufen. Die ersten Wellen sind ja dann noch relativ simpel. Da habe ich an der Maceback. Da muss aber einer bei dir durchgekommen sein. Ja, habe ich aber Nee, schon. alles gut. Ich habe auch den größten Teil, was hier rechts kommt, habe ich schon größtenteils weggeschossen. Da kommt jetzt nochmal eine ganze Ecke. Eine ganze Armada. Am Ende kommen sie dann mit Miniguns und so ein Scheiß. Ich halte den verbleibenden Gegner aus, der steht dann da vorne. Okay. Hast du schon? Ja, sehr gut. Ich habe so auf Welle 4, 5 ist dann richtig interessant. Aber es dürfte allgemein weniger Gegner sein, weil wir nur zu zweit halt sind. Ja, Money, 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 Money. Geld mitnehmen. Komm zu mir hier oben hin, an die Hütte. Hier ist dieses, dieser Baucontainer, weißt du? Weil dann hast du von der anderen Seite nämlich die Straße, die du abfangen kannst. Die kommen eh alle auf einen zu, weil da haben wir beide Seiten abgedeckt. Da kommen sie schon. Geht? Ja, da kommt einer. Oh, der ist direkt neben mir gespawnt gerade. Oh, okay. Ja, wie gesagt, nachher kommen noch schön Dings von der Straße her weg. Kommen noch neue Autos und so. Ich weiß noch nicht, ob ich die Dings hier skippen muss, irgendwann mit zusammenschneiden muss. Zwei Folgen quasi draus machen muss oder wie auch immer. Guck mal drauf, wie die kommt drauf an, wie lange wir hier brauchen heute. Aber bei einem Überlebenskampf der Messbank haben wir 56 Minuten gebraucht. Da sind wir bis mit der Welle 9 gekommen oder so. Und den zweiten haben wir geschafft. Ja, den zweiten haben wir geschafft, genau. Da ist noch einer, der ist jetzt ganz hinten irgendwo. Warte mal, ich geh mal hin. Der kommt bestimmt gleich angelaufen. Ich sehe den noch nicht. Ah, hier ist er. Ich hab ihn. Im Bus saß er. Genau, den zweiten haben wir dann in gut 35 Minuten gepackt. Aber das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach die einfachste Map gewesen für den Überlebenskampf. Weil du da dich deutlich gut verstecken kannst. Das kannst du hier eigentlich auch relativ gut. Tada, bin wieder da. Wir können auch die Seiten tauschen, dann hast du hier ein bisschen mehr Gegner von meiner Oh, Seite alles aus. gut.
Aber normalerweise spielst du mal Lebenskampf auch nicht zu zweit. Spielst du normalerweise auch mit 3, 4 Leuten. Dann kommen sie schon angelaufen. Einen habe ich noch weg. Scheiße. Gerade fallen so wie die Fliegen. Kommt ein Auto bei dir? Hast du Granatwerfer oder so? Schön erledigt. Okay. Zack, da kommt der nächste. Die fallen gerade hier oben wie die Fliegen. Da kommt das nächste Auto. Sehr schön. Und der eine steht wieder hinten im Bus bestimmt. Okay, nicht erwischt. Ich sehe ihn schon. Ich weiß, wo der steht. Der stand nämlich genau in der gleichen Ecke, wo der erste vorhin stand. Der steht ja nämlich rechts in dem Bus, so in diesem ausgebrannten Bus, weißt du? Ich brauche keine Energie momentan. Ich habe noch gute Hälfte Panzerung. Aber, na gut, mal gucken. Das ist das Welle 4, ne? Ja. Ja. Na gut, es gibt ja momentan doppelt RP und doppelt Kohle auf die... auf diese Überlebenskämpfe. Das könnte uns ein bisschen helfen. Gucken. Na, da habe ich jetzt gerade ein bisschen was abgekriegt, glaube ich, mein. So. Von deiner linken Seite kommen welche. Ja. Welche? Jetzt wird es nämlich heftiger auch. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen Heli wegkriegen kann. Obwohl, kriegst du den weg oder muss ich mich, soll ich mich drum kümmern gleich? Ich habe hier noch ich Gegner. Ich gucke, dass ich den wegkriege. Aber ich muss mich auch nebenbei noch um die am Boden hier kümmern. Ja. Irgendwas ist gerade angelaufen gekommen. Jetzt wird's auch bei mir gerade ziemlich heftig. Ein paar sind jetzt durchgekommen. So, Heli ist down. Sehr gut. Jetzt kommen nämlich sehr viele gerade auf einmal. Die sind jetzt Minimum 5, 6 Stück durchgekommen in die Halle. Na komm, Kollege. Einer kommt jetzt, ein paar sind wie gesagt in die Halle oben rein, wo du standst am Anfang. Du müsstest jetzt von deiner linken Seite kommen. Ich sehe nur nicht, wo die herkommen. Ja, na gut, dann weiß ich, wo die sind. So, einer ist jetzt auf der Seite. Ich sehe nicht, wo der ist. Fuck you. Da bist du. Einer ist doch bei dir irgendwo. Jawohl. Der stand da, wo ich mich vorhin versteckt hatte. Ja, ja, die sind, wie gesagt, alle in die Halle reingegangen. Eine ganz schön große Gruppe. So, ich glaube, jetzt haben wir Halbzeit gleich. Ich habe ja hier nochmal am Anfang 4 Stück geholt oder so. So, dann komme ich wieder raus an die Stelle, weil ich muss... So, okay. Ich muss beeilen. Jawohl. Energie wieder aufgefüllt und... alles. Da kommen sie schon.
Sorry, dass du jetzt gerade ein bisschen weniger zu tun hast. Wir können, wie gesagt, nochmal tauschen. Da kommt ein Auto. Bei dir. Alles gut. Ja, und auch Bodenleute kommen hier. Ja, Boden kommt jede Menge gerade dahin. Das sehe ich. Ein Auto auf jeden Fall schon mal oben über die Straße. Jawohl, den habe ich doch noch mit angeschossen. Den habe ich noch. Schön. Das hört sich gut an. Da flog eine Tür vorbei. Jawohl. Wir sehen, dass du dahinter stehst. Die Frage ist... Da sind jetzt nur ein paar Gegner. Ich weiß nicht, wie viel jetzt von... Wir sind wahrscheinlich alle schön in die Halle reingerannt. Einen habe ich noch mitgenommen mit der da hinten. Ah, der ist da. Jawohl, den einen habe ich schön hinter der Kiste weggeholt. Es sind wieder jetzt... Ja genau, du siehst ja 4, 5 Stück bei dir irgendwo. Geht's oder brauchst du Unterstützung gerade noch? Es geht noch. Oh, ich komme mal zu dir mit. Ich komme trotzdem. Ich hole mir die 2 alle jedoch. Die 2 hier vorne nehme ich mir mit und einer müsste noch drin stehen. Jawohl. ...27 Leute. Das war schon eine ganze Menge wieder. Bisher läuft's gut. Bisher ist noch keiner gestorben. Scheiße. Ach fuck, ich muss zurück. Ich gebe keinen Links mehr. Keine Zeit mehr dafür. Ah, dahin kommt sie noch. Welle 6 sind wir mittlerweile. Da kommt wieder ein Auto irgendwo bei dir. Ja. Habe ich mir gerade Rüstung besorgt und dann ist sie wieder weg. Ja. So, 2, 3 Mann nochmal mitgenommen. Jawohl, schön. Ja, das ist hier so der eigentlich beste Platz wirklich mit auf der... Du bist nicht offen, du hast nichts im Rücken, weil du hier die Mauer noch hast. Jawohl, da steht immer noch ein Auto durchgekommen gerade. Bei dir links, glaube ich, ein bisschen. Ne, ich hab beide schon weg. Ah, da hinten kommt noch eins, ja. Ne, da steht ja, muss hier bei dir links stehen. Da ist nämlich ein roter Kreis. Was steht der denn? Der steht auf der Straße, in der ist festgepackt in dem kaputten Wagen von den anderen. Der fährt total, der dreht Kreise und so. Jetzt kommt er her. Ja. Ist das der Lieferwagen, der hinten stand? Ja. Okay. Der da hinten stand, ja. Ja. Ich habe nur den Lieferwagen gerade noch mal kurz Kreise ziehen sehen. Aber der mussten vor. Links von uns, da müssten noch irgendwelche stehen. Da bin ich mir gerade hinter dem umgekippten Transporter oder was das ist. Sehe noch nicht. Ja, sind die nicht mehr viele Gegner, ne? Wo steht der denn nicht?
Das Auto war das, was ich meinte. Jetzt ist nämlich der rote Kreis auch weg. Ja, sehr gut. Die standen hier ein bisschen draußen, haben im Rücken. Oh, Pari. Welle 7. Hey. Ich komme rüber. Ich glaube, jetzt kommen wieder Helis. Ich glaube, es kommen zwei. Ich höre doch schon was. Zwei Stück. Zwei, ja. Drei dann im Finale. So, der eine geht schon mal. Ja, da der Down. Weil der eine hat mich gerade schon schwer angeschossen. Down. Ja, sehr gut. So, wenn er hinter der Kiste hockt und ich nicht drankomme, dann schieße ich mit der Panzerfaust in die Kiste. Dann ist der Typ nämlich definitiv weg. Ja, es kommen noch ein paar Gegner. Ach, da hinten schießt du wieder. Einen Bus hab ich. Und zwei stehen noch in der Halle drin. Na, drei sind's noch. Nein! Einen habe ich mir mitgenommen. Drei Stück sind das noch hier vorne, wo ich gestorben bin. Ah, schade. Sei vorsichtig. Alter, komm, steht jetzt genau hinter dem Lieferwagen, jawohl. Nimm das, nimmst du eine Schrot. Weiß nicht, wo der steht, der eine. Ich sehe den nämlich nicht von, von der anderen Seite aus. Der steht hinter der Ecke rechts. Pass auf, der kommt jetzt. Sehr gut, sehr gut. Welle 7 ist der erste, der bin ich der erste gewesen, der gestorben ist. Warte mal, dann nehme ich mir hier mal noch schnell die Dings mit. Hier so, genau. Ja, mit dem Schlagstock machst du natürlich nicht viel. Sei vorsichtig, wenn du an dem Auto vorbeigehst, der ausgebrannte Jeep. Steht. Ist es egal. Ich kann auch hier oder so. Aber ich habe eine Annäherungsmine hingelegt. So, der eine an dem Bus ist weg. Bleibt nur einer mal in dem Bus da hinten hängen. Oh. Hä? Ich habe eine Selte aufgemacht, die war ein bisschen geschüttelt. Ja, kenne ich. Das ist mir von meiner Mate, mit meinem Mate-Tier auch passiert. Der ist dann auch ein bisschen übergeschäumt. Auto? Ja, einer. Der soll ruhig hier einparken, das ist nicht tragisch. Wie gesagt, solange hier vorne ist eine Annäherungsmine dran. Ich hoffe, dass der genau den Fehler macht. Jetzt kommen sie alle bei mir.
Scheiße, 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 ich habe kaum noch Energie. Ah, das war zu viel. Ah, du musst es jetzt alleine richten. Das ist das Problem, wenn zwei Leute sind. Alter, wie viel die fressen. Na gut, du bist Welle, wir sind Welle 8, ne? Der einer steht genau. Das sind vier Stück da vorne auf der Ecke. Hast du eine Granate zusammen oder sowas in die Richtung, dass du da mal reinwerfen kannst? Wir sind schon alle schön auf Nummer 4, sehe ich auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Das war gut geworfen. Also auf jeden Fall ist, glaube ich, ein oder zwei da. Einer hat es auf jeden Fall erwischt. Einer steht direkt hinterm Tor noch. Kommt nur noch ein Auto auf mich zu. Ja. Ja, jetzt guckt er wieder raus. Ne, jetzt ist er wieder weg. Werf mal rein jetzt. Jetzt. Ach, der hat keine Granaten mehr, ne? Ja, das könnte reichen. Ne, der hat's überlebt. Das Tor ist quasi unkaputtbar für eine Granate. Hast du das Auto kaputt? Ja. Ja, sehr gut. Da ist noch einer jetzt gerade in der gleichen Ecke. Jawohl. Und ich glaube, dass da hinter dem Tor noch einer stehen müsste. Oder steht der wieder irgendwo fest? Es kann auch sein, dass der irgendwo wieder festgegangen ist. Jetzt. Jetzt bewegt er sich. Jawohl, sauber. Gut gemacht. Ein paar konnte ich mir mitnehmen, aber nicht alle. Aber gut gemacht, definitiv. Mhm. Mit den Granaten und so, das war viel Gold wert. Warte mal, eigentlich wollte ich Dings kassetzen hier. Haftminen und keine Annäherungsminen. So, jetzt. Nee, ich muss wieder rein. Jetzt schon wieder voll. Ich habe jetzt die ganzen Autos, die da vorne liegen, vermint. Mhm. Boah, ich habe kaum noch Energie hier. Ich stehe beschissen an der Ecke. Sorry. Momentan, ich sitze gerade ziemlich am Anfang, wo ich sterbe. Ich habe auch keine Dings dabei. Keine. Ich bin aber auch gleich tot. Ja, ich sehe unten meine Energieleiste. Scheiße, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber mal gucken. Ja, zwei Leute halt, ne? Am Ende wird es dann richtig heftig. Vor allem, ich habe auch keinen Zugriff auf die Haftbomben mehr. Was?
Achtung, rechts von dir ist einer. Die kommen hier, so wie ich höre, so kommen sie jetzt mit der Minigun nämlich an angelaufen. Ja. Einer sitzt hinter dem Jeep. Also quasi vor dem Jeep, wo du da bist. Der Ausgebrannte, der links von dir steht, direkt. Mhm. Und der eine sitzt direkt davor. Hast du Granate oder so, oder Granatwerfer? Achso, der nächste kommt von rechts jetzt wieder. Na klar, die schießen natürlich jetzt mit allem, was sie haben, ne? Ja, schade. Ja gut, aber wie gesagt, mit zwei Leuten bis Welle 9. Ich bin zu früh gestorben jetzt. Definitiv. Aber 28.000 ist bis heute gar nichts. Das ist gutes Geld. Und 4.800 Erfahrungspunkte. Machst du auch gut was, nimmst du gut was mit. So. Na gut. Oh, Atomsilo. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Willst du das machen mal da unten? Atomsilo-Überlebenskampf? Oder willst du was anderes machen? Was anderes. Okay, dann gehen wir. Freier Modus oder was? Ja. Okay. So.